Hi, kennt ihr das? Man will zu zwei Vektoren a und b einen normalen Vektor ausrechnen, der genau orthogonal auf a und auf b steht. Dann kann man diesen normalen Vektor mit dem sogenannten Kreuzprodukt der beiden Vektoren ausrechnen. Und für so ein Kreuzprodukt habt ihr vielleicht ein seltsames Verfahren kennengelernt, um es zu berechnen. Nämlich, man schreibt sich die beiden Vektoren zweimal untereinander. Und dann streicht man die erste Zeile und die letzte Zeile und dann multipliziert man über Kreuz die Werte und heraus kommt Magic. Hier steht der Normalvektor 2, 5, minus 4. Der steht orthogonal auf den beiden. Tolles, einfaches Verfahren, nennt man scherzhaft die Jägerzaunmethode, weil das hier wie so ein Jägerzaun aussieht. Man fragt sich nur, warum funktioniert das? Warum kommt hier ein Vektor raus, der auf a und auf b orthogonal steht? Und das wollen wir uns jetzt im Folgenden anschauen. Wir schreiben mal ganz allgemein auf, unser Vektor a soll aus den Werten bestehen a1, a2, a3, b soll sein b1, b2, b3 und unser normalen Vektor ist unbekannt, die Werte nennen wir x, y, z. Und da wir ja den Vektor n so bestimmen wollen, dass er orthogonal auf dem Vektor a steht, wissen wir, dann muss das Skalarprodukt von a und dem Vektor n gleich 0 ergeben. Hier habe ich das Skalarprodukt ausgerechnet, a1 mal x, a2 mal y, a3 mal z muss also 0 ergeben. Und dasselbe natürlich mit dem Vektor b, n mal Vektor b muss ebenfalls 0 ergeben. So, jetzt haben wir hier ein lineares Gleichungssystem, zwei Gleichungen, drei Unbekannten. Dann versuchen wir mal, eine Variable zu eliminieren. Sagen wir mal, wir wollen das x rausschmeißen. Das schafft man, indem man die erste Gleichung mit minus b1 multipliziert und die zweite Gleichung mit a1. Dann würden sich die x-Terme hier rausheben. So sieht es dann aus. Hier wurde alles mit minus b1 multipliziert. Hier alles mit a1 multipliziert und wenn wir jetzt die beiden Gleichungen addieren, ganz normal, dann fliegen die x raus und wir haben jetzt diesen Ausdruck hier, der 0 sein soll. Das y habe ich jeweils ausgeklammert und das z hier ebenfalls ausgeklammert. So, jetzt sehen wir, wir haben hier eine Gleichung, aber zwei unbekannte y und z. Das heißt, kennt ihr aus der linearen Algebra, hier gibt es immer unendlich viele Lösungen. Wie kann das sein, dass y und z unendlich viele Lösungen hat? Naja, unser normalen Vektor, der kann ja so lang sein oder so kurz sein, wie er will. Ich kann also hier seine Länge noch völlig frei wählen. Der normalen Vektor wäre immer orthogonal zu a und b, ganz egal, wie lang er ist. Das heißt, ich kann eine der beiden Variablen y oder z frei festlegen und dann würde sich die jeweils andere daraus ergeben. Ich kann mir also irgendein y aussuchen, das gerade diese Gleichung löst. Und das Einfachste, was man hier machen kann, ist, dass man das y gleich a3 b1 minus a1 b3 wählt und das z a1 b2 minus a2 b1. Dann steht nämlich hier genau dasselbe wie da. Und durch das Minuszeichen ergibt das garantiert immer 0. Wir haben jetzt also eine Lösung gefunden. Y muss so aussehen und z so. Dann haben wir eine Lösung gefunden. Jetzt brauchen wir noch das x. Dazu setze ich alles in irgendeine Gleichung ein, löse nach x auf und bekomme die dritte Lösung für das x. Ja, und damit habe ich schon meinen normalen Vektor gefunden. Der sieht dann so aus. Das ist also das Ergebnis von dem Kreuzprodukt, wie wir es aus diesem linearen Gleichungssystem jetzt gerade bestimmt haben, sodass dieser Vektor orthogonal auf den Vektoren a und b steht. Ja, und jetzt brauche ich nur noch diesen Jägerzaun-Trick zu machen, dass ich mir diese beiden Vektoren hier zweimal untereinander schreibe, streiche die erste Zeile, die letzte Zeile und multipliziere hier über Kreuz aus. Dann sehen wir, was entsteht. A2 mal B3 minus A3 mal B2 gibt das und so weiter. Und ihr seht, hier kommt genau das raus, was wir aus unserem linearen Gleichungssystem hier oben ausgerechnet haben. Also wissen wir, dass wir hier über diese Jägerzaunmethode den normalen Vektor ausrechnen können und das ist genau der gesuchte Vektor n.
So funktioniert der Jägerzaun.